Ich werde heute eine typische Reaktion der Alkohole durchführen, und zwar die Oxidation eines Alkohols. Ich werde das am Beispiel von der Oxidation von Ethanol machen, und Ethanol werde ich hierbei oxidieren, indem ich es mit Kupferoxid reagieren lasse. Kupferoxid ist im Prinzip das Verbrennungsprodukt von Kupfer, also wenn ich Kupfer stark erhitze, dann bildet sich Kupferoxid. Das ist ein Phänomen, was man eventuell aus der Küche kennt, wenn man noch mit Kupfertöpfen kocht und diese Kupfertöpfe regelmäßig verwendet oder die schon ein bisschen älter sind, dann kann man das irgendwann beobachten, so wie bei diesem Topf zum Beispiel, dass der Kupfertopf irgendwann so ein bisschen seine Farbe verliert beziehungsweise sich dahingehend verfärbt, dass der nicht mehr so schön kupferfarben, bräunlich-rötlich glänzend ist, sondern dass der so einen, naja, dunkelgrauen, fast schwarzen Belag bekommt. Die Farbe weist dann darauf hin, dass sich hier Kupferoxid gebildet hat. Und wenn man dann im Internet zum Beispiel schaut, wie kann ich einen angelaufenen Kupfertopf reinigen, dann findet man dort auch viele Beiträge aus bestimmten Foren, wo zum Beispiel drin steht, ja, füll den Kupfertopf einfach mit Alkohol, mit irgendeinem Alkohol, den du zu Hause hast, und erhitze das Ganze, und dann in der Regel kriegt man diesen grauen Belag, das Kupferoxid, damit wieder weg. Hintergrund des Ganzen ist, dass der Alkohol eben, wie gesagt, oxidiert und mit dem Kupferoxid eine Redoxreaktion eingeht und dann das Kupferoxid, während der Alkohol reduziert, gleichzeitig zum elementaren Kupfer wieder reduziert wird. Das Ganze möchte ich jetzt einmal durchführen, im Modellversuch sozusagen, und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Der Versuchsaufbau dazu ist relativ simpel. Ich brauche im Prinzip einfach nur hier erstmal einen Bunsenbrenner auf der rechten Seite. Mit dem werde ich aus diesem Kupferblech dann gleich Kupferoxid erstmal herstellen, indem ich das Kupferblech in der Flamme erhitze. Da sollte ich dann einen dunkelgrauen, schwarzen Belag erzeugen können. Und dann werde ich hier in einem kleinen Becherglas ein bisschen Ethanol vorlegen, und ja, ich werde als Alkohol ganz normalen Brennspiritus verwenden, kennen wir auch bereits. Das ist im Prinzip 94-prozentiger Ethanol. Den werde ich jetzt einmal in das Becherglas füllen. So. Und dann werde ich mir ein Stück von dem Kupferblech zurechtschneiden, um das Ganze dann erstmal zu erhitzen und Kupferoxid zu bilden. Ein Gefahrenrisiko bei dieser Reaktion ist natürlich, dass Ethanol bzw. Spiritus recht gut brennbar ist und auch keine allzu hohe Zündtemperatur hat. Das heißt, wenn ich ein sehr heißes Kupferblech bzw. sehr heißes mit Kupferoxid überzogenes Blech dort hineintunke, kann es natürlich passieren, dass der Alkohol sich dadurch entzündet. Wir schauen mal, ob ich diesen Effekt herbeiführen kann. An der Stelle kann man sich ja jetzt schon mal überlegen, wie man für den Fall, dass der Ethanol sich entzündet, damit umgehen kann. Ob ich das Ganze einfach brennen lasse, ob ich es irgendwie versuche zu löschen. Das ist sowas, wo man sich hier im Voraus schon mal Gedanken machen sollte. Ich habe mir jetzt hier ein kleines Stück Kupferblech abgeschnitten, groß genug, dass man noch ordentlich was beobachten kann, aber auch nicht zu groß. Also das passt hier noch wunderbar in mein Becherglas. Ich werde dann jetzt gleich den Brenner anmachen, das Kupferblech einmal erhitzen, um Kupferoxid herzustellen, und dann das Ganze im erhitzten Zustand hier in das Becherglas tunken. So, der Brenner ist jetzt an auf der rauschenden Flamme, und jetzt halte ich erstmal das Kupferblech in die Brennerflamme, um Kupferoxid zu erzeugen. Das sieht man jetzt ganz schön, das geht relativ flott.
kann beobachten, dass sich das Kupferblech jetzt dort, wo es in der Brennerflamme war, dunkelgrau, fast schon schwarz verfärbt hat. Und das ist eben eine eindeutige Beobachtung dahingehend, dass sich hier Kupferoxid gebildet hat. So, jetzt werde ich das Kupferoxid nochmal weiter in die Brennerflamme halten, um es zu erhitzen, denn die chemische Reaktion läuft, wenn dann, natürlich deutlich besser ab, wenn das Ganze bei hohen Temperaturen stattfindet. Und wenn ich es erhitzt habe, werde ich es relativ zügig in das Becherglas mit Ethanol tauchen und schauen, ob das Kupferoxid reduziert wird, weil der Ethanol oxidiert. So, jetzt schauen wir mal, ob das schon reicht. Das Blech glüht noch nicht, aber es sollte schon ordentlich erhitzt sein. Ja, und sieh an, es zischt einmal kurz und ich kann beobachten, das untere Stück des Blechs, das ich ins Ethanol getaucht habe, ist jetzt nicht mehr dunkelgrau verfärbt, sondern, naja, annähernd wieder kupferfarben, so wie man es von einem Kupferblech erwarten würde. Ich kann das noch ein paar Mal durchführen. Kupferblech verfärbt sich wieder dunkelgrau, es bildet sich wieder Kupferoxid und die Reaktion kann ich wieder umkehren. Und das Kupferblech hat wieder mit dem Alkohol reagiert, beziehungsweise Kupferoxid reagiert mit Ethanol. Kupferoxid wird zu Kupfer reduziert. Der Alkohol oxidiert. Wenn ich das so ein bisschen öfter mache, dann werde ich merken, beziehungsweise ich merke das jetzt schon, dass aus dem Becherglas, wenn ich da in die Nähe komme und eine Geruchsprobe durchführe, dass ich da jetzt gerade dann, wenn ich das Kupferblech dort heiß hineingetunkt habe, ein relativ markanter Geruch entwickelt. Also irgendein gasförmiger Stoff muss dort entstanden sein. Dieser Geruch ist daraufhin zurückzuführen, dass hier natürlich auch beim Oxidieren des Alkohols ein neues Reaktionsprodukt entsteht. In dem Fall wäre das das Aldehyd von Ethanol, also Ethanal. So, wenn man diesen Versuch jetzt ganz oft durchführt hintereinander, wird das natürlich dazu führen, dass der Ethanol in dem Becherglas sich immer weiter erhitzt und irgendwann dann so heiß ist, dass er siedet. Und es kann dann passieren, dass sich irgendwann auch der Ethanol in diesem Becherglas durch den Kontakt mit dem heißen Kupferblech entzündet. Ich simuliere das jetzt mal, indem ich das Ganze hier mit einem Glimmspan versuche anzuzünden. So, man kann das jetzt, glaube ich, ganz gut sehen. Jetzt habe ich meinen Ethanol entzündet, was ja in dem Moment, wo ich eigentlich diesen Versuch durchführen will, nichts ist, was ich beabsichtige. Und im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich in dem Moment dann damit umgehen kann. Die Flamme von Ethanol ist relativ kalt. Das heißt, ich kann theoretisch, ohne dass ich jetzt Gefahr laufe, hier das Becherglas opfern zu müssen, diese Flamme einfach bestehen lassen und das Ethanol einfach abbrennen lassen. Das dauert aber sehr, sehr lange und ist eigentlich auch nicht ideal. Das heißt, es wäre besser, einfach diese Flamme an der Stelle zu löschen. Auf gar keinen Fall sollte ich hier irgendwie Wasser draufkippen oder sonst etwas anderes machen. Viel zu kompliziert und auch zu gefährlich. Ich kann es mir einfacher machen, indem ich das Ganze einfach abdecke und die Flamme somit ersticke. Zum Beispiel mit so einem Urglas, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dann ist die Flamme auch ganz schnell aus. Das war die Oxidation eines Alkohols am Beispiel der Oxidation von Ethanol, herbeigeführt durch eine Reaktion des Ethanols mit Kupferoxid. Das Kupferoxid wurde zu Kupfer reduziert und der Ethanol wurde oxidiert. Was man unter anderem auch daran merkt, dass das Reaktionsprodukt von dieser Oxidation ein
gasförmiger Stoff ist in dem Fall das Ethanal, ein Aldehyd, was einen ganz charakteristischen Geruch ausströmt, den man dann auch sehr gut wahrnehmen kann.